So, im Schritt 5 für unser Soundboard-Tutorial müssen wir uns jetzt unsere zweite Freeware runterladen. Die heißt SoundPlant. Dazu macht ihr euch, wie vorhin bei Audacity, einen Browser auf. Gebt in die Suchleiste eben SoundPlant ein. Das schreibt sich so. Enter. Und dann seht ihr auch hier, wird euch die Seite soundplant.org angezeigt. Ich klicke drauf. Und klicke dann hier auf Free Downloads hier. Klick. Und jetzt muss ich mich auch wieder dazu entscheiden, möchte ich das Programm für einen Mac-Computer oder für einen Windows-Computer. Bei mir ist es wieder der Mac. Also klicke ich hier auf diese Datei. Wieder, ich hake wieder Öffnen an. Ich klicke wieder auf OK. Ihr seht wieder, es lädt runter. Das dauert kurz. Öffnet sich von alleine. Jetzt müssen wir wieder das Programm in den Programmeordner ziehen. Und dann könnt ihr auch schon wieder dieses Fenster schließen. Ihr könnt euren Browser schließen und ihr werdet wieder in den Programmen, diesmal ein anderes Programm, und zwar SoundPlant finden. Da klickt ihr einmal drauf. Ist nochmal bestätigen, dass ihr es öffnen wollt, gegebenenfalls. Und dann seid ihr auch schon drin und könnt mit dem nächsten Tutorial-Video weitermachen.